Ja, Leute, ich war gerade beim Arzt. Oh. Ich habe auch eine geile Sache verschrieben bekommen. Aber ja, ich habe jetzt auch der Mathelehrerin Bescheid gegeben. Ich habe jetzt die ganze Zeit bei meinem Wahlfach Wirtschaft aktuell habe ich mitgemacht. Ist die mitgemacht? Also ich leider nicht, weil ich Kack habe. Ne? Ich bin heute. Ja, ich glaube. Ja, soll ich es jetzt erzählen? Ja, ich erzähle es jetzt. Bin so aufgewacht, wollte ich ins Bad. Steht meine Schwester da, schubst mich rum, lässt mich nicht meine Hände waschen. Und dann habe ich sie halt zur Seite geschubst, hat sie mich angefangen zu schlagen. Und dann hat sie die Tür zugeschlagen. So, okay, alles klar, gehe ich zum Frühstück. Mein Vater rastet schnell. Du! Weil ich habe halt am Handy mitgemacht, weil es war schon 5, es war schon 8. Also als ich hergekommen bin, war 5 vor 8. Und dann habe ich halt ganz leise Teams angemacht. Ja, die Mutter schläft! Du wachst, du wächst die Mutter auf! Du schlägst deine Schwester, was bist du für ein Mensch? Und dann ciao, Alter. Ciao. Einmal und ciao. Genau, dann bin ich, dann bin ich schnell in die Dusche gegangen mit Haaren und so. Und hab mich schnell angezogen, hab mich heute nicht geschminkt. Um 20 vor bin ich dann rausgegangen, bin schnell zur Tram gerannt. Genau, und es war so. Also ich hatte die Straße, aber ich konnte sie nicht finden, weil nirgendwo Wegweiser waren. Und halt Straßenschilder. Und dann habe ich halt gefragt und die so, ja, das ist ja das Hotel. Ich so, ich muss aber nicht zum Hotel, ich muss zum Arzt. Und ich wusste gar nicht, dass in dem Hotel da oben auch Arztpraxen sind. Auf jeden Fall habe ich es, keine Ahnung, 10 Minuten gesucht, bin dann 5 nach 9 angekommen. Ja, habe was ausgefüllt und bin direkt dran gekommen. Also, falls ich das noch nicht gesagt habe, ich habe halt meinen Fuß umgeknickt, schon im November. Aber hatte gelegentlich oder habe immer noch gelegentlich Schmerzen. Und die hat mir einen Ultraschall gemacht. Beziehungsweise sie hat. Oh Gott, die Tram kommt. Ich erzähle es zu Hause. Ich bin jetzt schon beim Mathe eingeschaltet. Und der Alex wurde einfach aufgerufen. Und versucht, ja? Irgendwas zu lösen. Ich trinke hier Wodka Berry, weil mein Leben gerade so traurig ist. Als ich vorher beim Arzt war, habe ich draußen einen alten Klassenkameraden getroffen. Wir haben uns immer gut verstanden, haben immer ganz normal miteinander geredet. Dann treffe ich ihn so, sage ich so, hi, wie geht's? Was machst du so? Und er so, Sophia, nimm's mir bitte nicht übel, aber ich habe eine Freundin. Ist das, Alter? Könnt ihr mir mal sagen, ob ich irgendwas falsch im Leben mache? Ob ich irgendwie so einen falschen Eindruck mache? Ob hier bei mir auf der Stirn ganz fett verzweifelt draufsteht? Wieso denken Männer, dass ich auf sie stehe, wenn ich frage, wie es ihnen geht? Oder wenn ich einfach nur nett bin, so. Selbstgemachter Wodka Berry, Alter, 80 Grad. Meine Mutter hat mir Aktimel gebracht, damit meine Kehle nicht so brennt. Ich jetzt erstmal Kaffee. Den ganzen Wodka. Ich habe keine Ahnung, wo ich bei meinen Zähnen stehen geblieben bin. Ich bin gerade so fertig. Ich habe gerade nicht mehr so richtig Bock, so zu loggen. Also ja, ich bin einfach nur so fertig. Keine Ahnung, ich will einfach nur schlafen irgendwie. Aber ich will es ja jetzt auch erzählen. Also ich bin halt aus dem Haus rauf. Mein Vater so, ja, wohin gehst du? So, obwohl die wussten, sie einen Arzttermin. Habe ich so, ja, kleine Kinder am Spielplatz schlagen. So. Und dann bin ich da hingefahren, schnell zur Tram gerannt. Genau, wie gesagt, ich konnte das nicht alles schnell finden. Und ja, ich musste da was ausfüllen, wurde gleich drangenommen und ich hatte halt so befürchtet, beziehungsweise nicht die Befürchtung, sondern ja auch nicht die Angst, das war nicht meine Angst, aber
ich habe halt vorher mich informieren wollen, obwohl ich nicht mehr wusste, was ich habe, weil der kann ja alles Mögliche sein, irgendwie so ein Riss, eine Zerrung, ein Bruch, aber bei mir habe ich gedacht, ist es wahrscheinlich nicht so möglich, weil dann hätte man richtig krasse Schmerzen, dann hätte ich nicht so viele Monate damit verbringen können. Und ich habe einfach nur so reingeschrieben, ja, Fuß umgeknickt auf YouTube. Und dann kam so ein Typ, irgendwie so ein Physiotherapeut oder Orthopäde, keine Ahnung. Also, ja, kein Problem, Fuß umgeknickt, kein Problem. Und dann hat er das so an so einer Fußmatte, beziehungsweise Matratze, so ein Bett so gemacht, so am Rand. Denke ich mir so, wenn ich da was Seriöses habe, ich einen Zerrung, einen Bruch, einen Riss habe, so bringt mir das, dass ich das so am Fußende so rolle, mein Bein so, wisst ihr? Genau, und dann habe ich noch ein Video gesehen, da gab es nicht so viele Videos, noch ein Video von einem Krankenhaus, 4 Minuten lang, man hat gar nicht gecheckt, was los ist, und da hat die Ärztin den Fuß von dem Patienten so mit bloßen Händen angefasst und auch den bloßen, nackten Fuß. Und das war eben meine Befürchtung, weil ich dachte mir so, also ich habe kein Problem damit, wenn jemand meinen Fuß anfasst, aber irgendwie auch schon. Also, ich weiß nicht, also es ist irgendwie komisch. Wisst ihr, was ich meine? Also ich habe mir gedacht, irgendwie so, kann ich es bei mir bitte mit Handschuhen machen? Weil, also im Winter jetzt, vor allem jetzt, wo es schneit, da kann es ja sein, dass halt die Schuhe eben nass werden und auch die Socke und auch dann dementsprechend den Fuß, das ist irgendwie komisch, ist das so? Und okay, im Sommer gibt es bestimmt auch Leute, die schwitzige Füße haben, aber ich habe mir so gedacht, das ist endkomisch. Und vor allem, wenn ich das schon weiß oder wenn ich schon, wisst ihr, wenn ich dieses Video nicht angeschaut hätte, hätte ich da gar nicht darüber nachgedacht, dass die meinen bloßen Fuß mit bloßen Händen angefasst hätte. Aber so wäre ich, glaube ich, noch mal mehr ins Schwitzen gekommen. Aber ja, bin ich dann doch nicht und so. Und sie hat es mit bloßen Händen angefasst. Ich habe mich da hingelegt auf diese Liege da, wo man Ultraschall bei den Schwangeren macht. Ich habe eine Story gemacht. Der eine hat kommentiert so, oha, bist du jetzt schwanger? Ich so, ja, genau. Ich habe aber die Leute nicht aufgeklärt, was ich habe. Mache ich vielleicht dann demnächst. Genau, da war noch eine zweite Ärztin, die hat dann alles notiert und die hat mir eben, das war so komisch, die hat mir zuerst abgetastet und es war so richtig, Alter, ich habe das Gefühl gehabt, dass sie so einen richtigen Fußfetisch hatte, weil die so richtig, so richtig enthusiastisch, Alter, die hat so, ich weiß nicht, also so richtig so, Alter, so zwischen die Zehen ist die mir gegangen, Alter, so, what the fuck, Alter. Ich meine, okay, sie ist Orthopädin und so und Füße sind auch ein Teil davon, von unserem Körper, aber so richtig, Alter, da haben wir so, what the fuck, Alter. Und ja, die hat eben so geguckt, ja, wo tut's weh? Und bei mir ist das Problem, bei mir tut's nirgendwo weh, wenn man drauf drückt. Und auch so nicht. Wisst ihr, was ich meine? Schmerz kommt halt irgendwie so auf einmal und ich könnte auch jetzt nicht sagen, wo es genau wehgetan hat. Also ich kann ungefähr die Stelle nennen, aber jetzt nicht genau. Und wenn man jetzt drauf tut, tut es auch nicht weh. Aber ich bekomme halt manchmal so halt Lehmerscheinungen. Und vor allem, wenn ich halt so auf dem Fuß drauf sitze. Und dann hat sie mir halt eben so drauf gedrückt mit den Fingern. Und dann hat die gesagt, ja, M4, alles so passt. Sie so, ja, M4 passt alles, C3, alles in Ordnung und so. Und dann hat sie so gemacht und dann musste ich meinen Fuß so und sie so, ja, tut ja auch nicht weh. Und ich war mir halt auch nicht so sicher, ja, wie soll es denn weh tun? Also wenn sie meine Zehen so richtig biegt, dann ist es jetzt auch nicht unbedingt angenehm. Aber wisst ihr so, das ist ja jetzt kein Schmerz. Aber ich weiß nicht, also wisst ihr, was ich meine? Ja, auf jeden Fall hat die Ärztin alles notiert und dann hat sie mir den Ultraschall gemacht. Das war so richtig komisch, Alter, mit dem Ultraschall an meinen Fuß so. Ja, ist sie überall draufgegangen und hat nichts gesehen. Ja, sie so, ja, 3H4, ist alles in Ordnung, das passt alles. Und sie hat dann, ja, ich habe dann meinen Fuß abgeholt. Es war so, mein Fuß war ja nass oder halt mit Gel.
Und ich lag ja auf diesem Papier und dann, als ich abgestiegen bin, ist da so ein Loch entstanden. Da war so ein Loch in diesem Papier und das Stück Papier war dann an meine Ferse. Die hat es mir dann abgemacht. Ja genau, als ich reingekommen bin, dachte ich, ich kann mit zocken. Aber sie so, ja, einmal alles abziehen und so. Ach, scheiße. Ach. Ja, genau. Dann stand sie da und ich schwöre, Alter, die hat mich so verliebt angeguckt. Dachte mir so, will sie jetzt meinen Fuß abkaufen? Die hat so richtig so auf mich eingeredet, so, ja, mit ihrem Fuß ist alles in Ordnung, alles okay, sie haben denn nichts, es kann sein, dass da mal irgendwie was war, aber wenn sie gleich gekommen wären, dann hätten wir es gesehen und da ich jetzt nicht sehe, dann haben sie auch wahrscheinlich nichts gehabt, weil wenn da auch irgendwie eine Zerrung entstanden wäre, dann wäre der Fuß aufgebläht worden, aber bei mir ist ja gar nichts gewesen. Er ist auch nicht blau angefärbt worden. Und sie hat gesagt, Flüssigkeit ist da auch keine. Also ich habe halt irgendwie, ja, nichts. Aber es kann sein, dass ich halt umgeknickt bin und da irgendwie, ja, halt so ein Reiz entstanden ist. Und der kann mehrere Monate andauern. Deswegen hat sie gesagt, verschreiben wir ihnen eine Bandage. Genau, was wollte ich noch sagen? Sie so, ja, vielleicht haben sie eine Fußfehlstellung, stehen sie mal auf. Und dann bin ich aufgestanden und dann hat sie meine Füße angeguckt. Sie zu der Ärztin so, ja, also eine prima Fußstellung. Alles ausgewachsen, alles korrekt. Ja. Ja, dann habe ich den Rezept genommen und bin direkt zur Apotheke dann. Und da ist so eine alte Dame aus dem Drogeriemarkt mit ihrem Hund gegangen. Sie so, Blondie, Blondie, bleib hier, Blondie. Genau, dann bin ich zur Apotheke. Und sie so, ja, bei uns gibt es sowas nicht. Sie müssen da ins Sanitätshaus. Ich dachte so, hä, warum können die Apotheke, ja. Sie hat gesagt, ich so, ja, kriege ich das in keiner Apotheke? Sie so, nein. Und ich hatte Geld dabei, aber ich habe nochmal geguckt, ob Bandagen mit Rezept eben auch mit Anzahlungen sind. Und dann stand da so, wenn sie ein ordentliches Rezept haben, dann kriegen sie das in der Apotheke ganz normal kostenlos. Und dann hat sie gesagt, in der Apotheke kriege ich das nicht. Dann dachte ich mir so, ja, ins Sanitätshaus, so muss ich da jetzt irgendwie 500 Euro zahlen oder so. Habe ich geguckt und da stand da, dass mit Rezept man mindestens 5 Euro zahlt und höchstens 10. Genau, und dann bin ich da, also sie so, ja, die machen, glaube ich, um 10 auf. Und das war schon 8:45. Und ich habe, wie gesagt, am Morgen habe ich Teams angemacht, Wirtschaft aktuell, was ich habe als Walzfach. Dann bin ich duschen gegangen, weil heute nur Fachreferate gehalten wurden. Ich habe es auf dem Weg gehört. Während des Termins habe ich es angemacht und auch dann halt auf dem Weg zur Apotheke und so weiter. Und ja, danach wäre halt Mathe gewesen und so. Aber ja, da hätte ich ja auch online mitmachen können auf dem Weg. Aber das wäre halt wichtiger gewesen, da was mitzubekommen, anstatt irgendwelche Fachreferate von irgendjemandem. Aber ich bin dahin und es war auf. Aber ich habe da erstmal 10 Minuten gewartet, bis irgendein Typ halt fertig gelabert hat. Hat mich so aufgeregt. Auf jeden Fall habe ich ihr mein Rezept gegeben. Sie hat dann gesagt, ja, einmal Schuh abziehen, damit ich ausmessen kann. Hat sie mir ausgemessen, hat sie mir eine Bandage geholt, also einmal die. Ich habe die angezogen und dann hat sie gesagt, ja, nochmal eine andere, so eine schwarze, aber die war so richtig eng. Also ich habe gedacht, ich krepiere, Alter. Aber die müssen ja eng sein, aber nicht so eng. Und dann hat sie mir doch die gelassen und das war so richtig scheiße, das anzuziehen, weil ich war mit Socken und ich konnte das nicht anziehen und ich wusste auch nicht, wie ich das anziehen soll. Ich habe gedacht, ich habe zuerst irgendwie gedacht, so, ich ziehe das Ganze nach oben, aber ich dachte mir so, ja, da tut es doch weh, also muss es auch hier sein. So richtig komisch. Und es ist halt nicht drüber gegangen, weil der eine halt richtig eng war und dann hat sie mir so eine Slip-Einlage gegeben, also so ein Papier, was man sich halt zuerst auf den Fuß drauf macht, so, und dann
drüber die Bandage zieht, damit es halt nicht abrutscht. Und dann konnte ich das aber nicht mehr abziehen und haben wir mit gemeinsamen Kräften gezogen. Das ist so, so komisch. Ja, auf jeden Fall habe ich 10 Euro drauf gezahlt. Ja, dann habe ich mich kurz bei Mathe gemeldet und gesagt, ja, ich komme gleich wieder, ich bin beim Arzt und so, weil, ja, keine Ahnung. Ja, Leute, also Mathe war heute, keine Ahnung, dadurch, ich weiß nicht mehr, was die machen. Ich weiß nicht, wie das alles so passiert ist, weil ich war halt eben 2 Tage nicht da im Dezember und irgendwie haben die ein anderes Thema gemacht, aber dieses Thema habe ich auch nicht mitbekommen. So, hä? Irgendwelche Volumina, keine Ahnung, ich hasse mein Leben, Alter. Dann dachte ich, es ist BWL, aber nicht gecheckt, dass es GSK ist. Und ja, in diese DDR und oh. Und ja, danach hat es 2 Stunden BWL, Leute. Ich hab keine Ahnung. Ich schau einfach. Wieder neues Thema und keine Ahnung was. Und muss ich das alles ausdrucken, alles. Ich habe ja keinen Druck, alles nervt mich so, Alter. Ich fotografiere mir auch jedes Mal 10.000 Blätter ab, die ich dann keinen Bock habe abzuschreiben. Ja, keine Ahnung, weil er will irgendwie darüber eine Ex schreiben. Keine Ahnung, also vielleicht frage ich mal die Fenja, ob die mal Zeit hat, jetzt irgendwie sich zu treffen und mal das irgendwie anzugucken. So. Ja. Und heute kam die Nachricht rein, dass ab Montag eine FFP2-Maskenpflicht gilt. Also jeder darf nur diese FFP2-Masken da tragen, diese weißen da, wo man gar nicht mehr atmen kann. Ja, weil die anscheinend dann risikoarmer sind. Und irgendwie stand da so, ja, wir wollen halt gewährleisten, solange nicht jeder geimpft wurde, eben mögliche Gefahren ausfallen. Denke ich mir so, habt ihr vor, jetzt alle zu impfen oder was? Das ist, oh, ja. Auf jeden Fall müssen wir diese F2P-Masken kaufen, ne? Ja, genau, was ich vergessen habe zu erwähnen, zu meinem Fuß. Ich habe ja gedacht, dass sie mir ein Röntgen macht. Aber nachdem sie halt den Ultraschall gemacht hat und gesehen hat, dass da nichts ist, hat sie gesagt, macht jetzt auch keinen Sinn, ein Röntgen zu machen. Und das will sie mir auch nicht antun, weil es ist ja auch nicht so ohne. Ich habe auch am Anfang so viele Sachen unterschreiben müssen, was halt da alles schief gehen kann und keine Ahnung was. Und sie hat gesagt, wenn der Schmerz halt eben dann irgendwie nicht nachlässt, beziehungsweise sie hat ja gesagt, bei ihnen es ist ja anders, sie haben ja keinen Schmerz, keinen akuten, durchgehenden Schmerz. Also wenn halt ein Schmerz kommt und irgendwie was nicht nachlässt und ich wieder Beschwerden haben sollte, dann komme ich nochmal und dann machen sie ein Röntgen. Genau, was ich noch sagen wollte, ich habe eine Rechtsklage bekommen auf ein YouTube-Video. Und zwar auf das Video, was heute online gegangen ist, das OmniTV-Video. Also ich frage ja alle Leute, ob sie in mein Video wollen. Und genau die Person, die sich am meisten gefreut hat, hat dann diese Rechtsklage erhoben. Und ich habe halt so ein E-Mail bekommen, dass sie das halt prüfen werden. Und ich meine, ich habe es sogar ins Video reingenommen, wo sie gesagt haben, ja klar, kannst du uns reinnehmen. So, hä? YouTube wird das jetzt prüfen. Also es werden jetzt echte Menschen, so YouTube-Leute, mein Video angucken. Cringe, Alter. Ja, aber ich habe ja nichts zu verheimlichen. So. Die haben gesagt, die wollen es. Und dann, ja, die wollten einfach einen Streich spielen. Ne? Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob die schon geprüft haben, ob ich da noch eine E-Mail dazu bekomme. Aber das, die sagen so, ja, ab, also halt Minute, eine Minute, die Minute, die Minute 1,39 und da sind genau die 2 Typen, die gesagt haben, ja, geil, das ist sie ja, klar, warum nicht, wir freuen uns voll, ja, Spasten, Alter, ich schwöre. Was umgeben mich eigentlich so für Spasten in letzter Zeit? Das ist unglaublich, Alter. Und heute hat mir auch, einer aus der Klasse wieder die Anfrage bestätigt. Also ich schicke eigentlich gar keinem eine Anfrage. Ich habe nur 2 Leuten aus der Klasse, 2 Mädels, eine Anfrage geschickt als erstes. Und alle anderen haben mir halt selbst eine geschickt. Und
Bei vielen oder bei, also zumindest jetzt bei den letzten zwei, war das so, dass vor allem bei Jungs ist es so und auch bei denen, dass die halt nicht gleich die Anfrage akzeptieren. Also die schicken dir eine Anfrage, ich bestätige sie und dann schauen sie meine Inhalte, aber sie wollen nicht, dass ich ihre sehe. Und sie akzeptieren die Anfrage erst so nach einiger Zeit. So, hä? So, checkt es nicht. Die akzeptieren es ja aber nicht gleich, so. Ich überlege mir auch, ob ich morgen die ersten 2 Stunden Englisch mitmachen soll oder ob ich später einschalte oder keine Ahnung, weil. Ja, ich kann es halt schon. Also, es ist schon, also ich kann es halt und. Also, ich kann mir eh nichts ausdrücken, das ist immer so richtige Gehefte und. Ja, so halt Übungen, so. Das hängt ja auch vom Text ab. Und dann haben wir 2 Stunden Englisch, dann haben wir 1 Stunde Religion. Ja, kann man mitmachen. Letzte Stunde war ja bei uns. War die persönlich? Oder war die noch in Quarantäne? Nee, kann nicht sein. Wir haben uns dann noch persönlich gesehen. Genau, wo er mir gesagt hat, ich soll mal mitmachen, obwohl ich die Einzige bin, die mitmacht. Aber irgendwie. Irgendwie habe ich im Kopf, dass unsere letzte Stunde online war. Ich kann mich irgendwie nicht erinnern, ob wir das letzte Mal irgendwie noch Präsenzunterricht hatten und was wir gemacht haben. Auf jeden Fall die letzte Online-Unterrichtsstunde, an die ich mich erinnern kann. Und das letzte Mal war irgendwie so Mensch. Und dann mussten wir irgendwie so, dann hatten wir plötzlich Ferien. Und dann hat er gesagt, ja, das wird unseren, oder wir machen, ja, keine Ahnung, auf jeden Fall mache ich da mit, weil es ja eh nur 1 Stunde pro Woche. Mal gucken, was die da so sagen. Und dann 3 Stunden BWL. Pf, geil. Und dann 2 Stunden Spanisch. Mega. Es kam gerade eine Nachricht aus Teams. Und da steht so in Spanisch, ja, Grupo Due. So, Gruppe 2. Und ich check das nicht. Also, wahrscheinlich hat sie schon vorher gemacht. Also, dass sie einzelne Leute in irgendeine Gruppe zugeteilt hat. Und dann müssen wir innerhalb unserer Gruppe halt eine Aufgabe bearbeiten oder so. Ja. Müssen niesen, ne? Und meine Fachreferatslehrerin schickt mir so meine Note in dem normalen Referat, das wir alle halten mussten. Und ich war die Erste und jeder hat gesagt, dass das perfekt ist. Und ich bin halt so mit der Note nicht so zufrieden. Und es ist auch nicht die Note, die in ihrem Gesicht und die in ihrem Kommentar sich wiedergespiegelt hat. Wisst ihr so? Und deswegen habe ich ihr so gesagt, ja, können Sie mir vielleicht auch noch so den Bewertungsbogen schicken, damit ich weiß, was ich falsch gemacht habe und nicht mehr die gleichen Fehler beim Fachreferat mache. Also ich hasse das, wisst ihr so, weil oft ist es so, dass selbst wenn du den Bewertungsbogen bekommst, du einfach dir denkst so, was zur Hölle, stimmt halt einfach alles nicht. Das ist alles subjektiv und es passt halt einfach alles nicht. Und dann einfach mal so eine Note raushauen. Ich muss doch wissen, wie das jetzt alles verwertet wurde. Hauptsache, er sagt so, ja, so stelle ich mir das Referat von jedem vor. Genau, Alter. Ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe, aber mein Vater kommt halt dann so rein irgendwann mal und sagt so, ja, was hat der Arzt gesagt? Hat er eine MRT gemacht? Er hat ein Röntgen gemacht, so, ja, natürlich hat er ein Röntgen gemacht. Und so, ja, und was hat er gezeigt? Ich so, ja, wieso wollt ihr das wissen, was mit mir abgeht? Ihr denkt ja auch nur, dass ihr Schmerzen habt und keine andere. Und ja. Das war es auch schon. Meine Mutter hat dann geschielt und dann zu meiner Oma gesagt, ja, die hat jetzt so eine Bandage drauf, aber die ist dann vorbeigegangen. Ja, keine Ahnung, was da hast gesagt. Ja, du bist auch nie erfahren, so. Was ihr entschuldigt euch bei mir so. Ganz ehrlich, ich habe keinen Bock auf sowas, wirklich. Ja, auf jeden Fall sage ich jetzt Tschüss und bis morgen.